Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag vom Projekt Spurensuche Niedersachsen Digital. Heute präsentieren wir einige fast verschwundene Kulturlandschaftselemente, und zwar in der Heide bei Hermannsburg, genauer gesagt zwischen dem Hiesterhof und dem Tiefental. Eine Heidelandschaft herrschte hier selbstverständlich im 18. Jahrhundert vor. Da waren weite Teile des Gebiets von Heide bedeckt. Heutzutage sieht das selbstverständlich anders aus. Aber einige Objekte der Landschaft aus diesem Zustand, aus der Kuhhannoverschen Landesaufnahme hier aus dem 18. Jahrhundert, haben den Wandel der Landschaft überdauert. Hinzuweisen ist hier in diesem Zusammenhang auf dieses kleine Gebäude. Also hier haben wir jetzt etwas ganz Besonderes, und zwar einen alten Schafstall. Dieser Schafstall ist auf der preußischen Landesaufnahme schon um 1900 als solcher auch bezeichnet. Er findet sich aber auch schon auf der Kuhhannoverschen, also gut 100 Jahre früher im 18. Jahrhundert verzeichnet. Und er ist unscheinbar und nur noch daran zu erkennen an der alten Feldsteineinfassung, die das Fundament einmal bildete. Aber so auch noch im kompletten Umkreis in seinem ganzen Ausmaßen zu erleben. Im digitalen Geländemodell, dem DGM, zeichnen sich die schwach erhaltenen Spuren des Schafstalls auch noch ab. Bei dieser Gelegenheit zeichnen sich aber auch noch Hohlwege ab, also offensichtliche Wegespuren, die sich mit den Wegeverläufen in der Kuhhannoverschen Landesaufnahme decken. Die alten Wegespuren zeigen sich hier in Form von flachen Senken, die durch Befahren, vielfaches Befahren, des weichen Heidesands entstanden sind. Im Zusammenhang mit dem alten Schafstall muss auch unbedingt auf diese alten Eichen hingewiesen werden, die unmittelbar westlich von dem alten Schafstallstandort stehen. Sie stehen unter Naturdenkmalschutz und nicht nur der räumliche Zusammenhang zum Schafstall drängt den Verdacht auf, dass es sich um alte Hudeeichen handelt. Während Bäume in der Zeit der Kuhhannoverschen Landesaufnahme noch eine Seltenheit darstellten, überwiegt heute der Wald. Und die wenigen Heideflächen müssen mit viel Aufwand geschützt werden. Innerhalb dieser Heidefläche hat sich ein weiteres Relikt aus alter Heidebauernzeit bewahrt, wenn auch sehr schwach ausgeprägt. Wir stehen hier in einer ausgedehnten Heidefläche zwischen Wacholderbüschen in einem kleinen Graben. Und dieser Graben begrenzte eine Bienenstelle, die auch schon im 19. Jahrhundert kartiert wurde, aber die im Gelände mittlerweile sehr schwer zu erkennen ist. Vielleicht geht es von oben etwas besser. Leider nein. Auch aus der Luft, aus der Drohnenperspektive ist nicht deutlich mehr zu sehen als der Graben, in dem wir stehen. Und noch ein weiterer Teil der Anlage, der sich schwach im Gelände abzeichnet. Aber deutlicher wird es dadurch leider nicht. Wir haben hier die von uns im Gelände wahrgenommenen, noch schwach wahrgenommenen Teile gelb hervorgehoben. Und die rote Markierung zeigt den Bereich, der bestenfalls im Gelände noch zu erahnen ist. Dass wir uns die schwachen Gräben im Gelände nicht nur eingebildet haben, belegt das digitale Geländemodell. Dort ist das ehemalige Gehege eindeutig zu sehen, sowie auch der Weg, der durch die Anlage führt. Das ist vor Ort auch wahrnehmbar. Er schneidet hier die Anlage offensichtlich, ist in der preußischen Landesaufnahme um 1900 als nicht befestigter Weg verzeichnet. Und zeigt somit an, dass die Anlage vorher offensichtlich in Nutzung war und um 1900 schon bereits nicht mehr. Abschließend gilt es noch, den Beweis zu erbringen, dass es sich tatsächlich um eine historische Bienenstelle handelt. Wir greifen dabei auf die Verkopplungskarte zurück, in diesem Fall auf die Karte von der großen Wesener Heide von 1856-57, wo die Anlage eindeutig verzeichnet wurde und dem Besitzer Penzhorn aus Misselhorn zugeschrieben wurde. Im zugehörigen Rezess ist dann zu lesen,
dass das Dominium, also die Herrschaft, die Immenstellen im Bereich eintauscht gegen Grund und Boden in der Wesener Heide. Die Nutzung hörte dann somit Mitte des 19. Jahrhunderts auch auf. Was bleibt, sind die wenigen Spuren, hier auch im amtlichen Luftbild zu sehen, samt dem ehemaligen Weg, der die Anlage kreuzte. Im Gelände sind sie, wie gesagt, schwach zu sehen. Da hilft es hier, eine gelbe Hilfslinie einzuziehen, um den schwachen Graben zu erkennen. Ein Bienenzaun wurde innerhalb der Anlage seitdem offensichtlich nicht mehr aufgestellt. Zeitweise führte ein Weg hindurch. Heute ist es nur noch ein unscheinbarer, stummer Zeuge für eine vergangene historische Kulturlandschaft.